Wenn zwischen dem 23. und dem 26. Mai ein neues europäisches Parlament gewählt wird, findet sich in einigen Ländern neben den bekannten größeren und kleineren Parteien ein ganz neuer Name: Volt. Auch in Münster ist die neue Partei vertreten. Pauline Raabe ist hier Vorsitzende, sogenannte City Lead und begeisterte Europäerin. Die Studentin der Politikwissenschaft engagiert sich seit der Gründung der Münsteraner Ortsgruppe für die Partei. Volt ist die erste gesamteuropäische Partei. Das heißt, das ist die erste Partei, die mit einem Wahlprogramm in verschiedenen europäischen Ländern antritt. Und Volt definiert sich als paneuropäisch, progressiv und pragmatisch. Das heißt sozusagen, dass wir eine andere Art der Politik etablieren wollen, die darauf schaut, was ist wirklich am besten für die Bürgerinnen und Bürger und wie können wir die Herausforderungen angehen, die in der Zukunft auf uns zukommen, die wir nur gemeinsam lösen können. Gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme. Das Programm von Volt, die sogenannte Amsterdam-Deklaration, ist vor allem auf Aufgaben ausgerichtet, die aus Sicht der Partei allein auf nationaler Ebene nicht zu bewältigen sind. Da haben wir den Klimawandel, der nicht von nationalen Grenzen Halt macht. Das heißt, da braucht es auch gesamteuropäische Lösungen. Genauso sieht es auch aus bei der Migrations- und Flüchtlingspolitik, wo wir gesehen haben, dass sich Europa bisher sehr schwer tut, da eine Linie zu fahren. Und das geht zulasten von vielen Menschen, die Not leiden und eigentlich auf unsere Hilfe angewiesen sind. Weitere Punkte im Programm betreffen zum Beispiel die Steuerpolitik und die Sozialpolitik. Auch hier werden grundsätzlich gesamteuropäische Ansätze verfolgt. Warum Volt dann aber nicht als eine Partei in ganz Europa, sondern als nationale Parteien antritt, hat einen einfachen Grund. Also es ist nicht möglich, aktuell eine gesamteuropäische Partei zu gründen. Das heißt, bisher ist Volt Europa ein Verein mit Sitz in Luxemburg und ist darauf angewiesen, dass wir in den einzelnen Ländern auf nationaler Ebene Volt sozusagen nochmal neu gründen. Unsere Perspektive ist natürlich, dass wir irgendwann eine gesamteuropäische Partei bilden können. Deutschlandweit ist Volt in 54 Städten aktiv. Auch in Münster zeigt Volt Präsenz und veranstaltet regelmäßige Treffen. Unser etabliertestes Format ist das Meet and Greet. Da treffen wir uns einmal in der Woche in einem Café, wo wir dann auch offen sind für Menschen, die neu dazukommen, die wir dann auch natürlich kennenlernen wollen, mit denen wir über unsere Inhalte ins Gespräch kommen wollen. In Münster ist die Resonanz eigentlich ganz gut, aber es kommt auch sehr auf die Menschen an. Also wenn wir die Menschen mit der Frage anreden, gehen Sie oder gehst du zur Europawahl, gibt es einige, die sagen, ja, na klar, gehe ich zur Europawahl oder, was auch immer häufiger vorkommt, ich habe schon gewählt. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, die neugierig sind, vor allem wenn wir mit unseren Plakaten durch die Gegend laufen. In diesem Wahlkampf ist Volt in jedem Fall deutlich sichtbar. Zumindest was den Urnengang in Deutschland betrifft, gibt sich Pauline Raabe zuversichtlich. Mittlerweile bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh gestimmt, dass wir mindestens einen Sitz erlangen werden, weil die Menschen nun kurz vor der Wahl immer mehr auf uns aufmerksam werden, sei es durch Wahlplakate oder durch unsere Aktionen, durch mehr Medienberichterstattung. Und ich denke, wir überzeugen die Menschen auch zum Beispiel über den Wahl-O-Mat mit unseren Inhalten. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es ein Sitz wird und wenn alles gut läuft, werden es vielleicht sogar zwei Sitze. Ob die neue Partei genug Menschen erreicht hat, wird das Ergebnis der Europawahl zeigen. In Münster hat man jedenfalls alles dafür getan.